Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Noch ist nichts entschieden in diesem Krieg zur Befreiung von Ostfriesland. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da, denn Wilfried Imbeck hat sich zumindest auf dem Papier erstmal als großartiger Anführer erwiesen. Und er wird jetzt vermutlich demnächst in seine erste Schlacht gehen. Zuerst wird er mal in Lübeck mit der Armee einziehen. Diesmal ziehen unsere Verbündeten ja auch mit. Das ist hervorragend. Oh, warte mal. Die gehen da lang? Nee, doch nicht. Das wäre allerdings auch nett gewesen. Hier gibt es wieder Verstärkung. So, 7. Februar. Jetzt ist die Frage, ist die Gelegenheit schon günstig? Aber wir haben erst 3,08 von 4,08. Nee, wir müssen einfach den Monat noch abwarten, bevor wir zuschlagen. Hilft nichts, auch wenn wir dadurch Zeit verlieren. Aber ich hoffe, die bleiben so, wie sie sind. Sie werden Lüneburg jetzt gleich erobern. Holstein aber nicht so schnell. Jetzt haben wir den März. Jetzt haben wir auch 23.200. Jetzt werden wir... Na, obwohl, wir haben eigentlich ganz gut Manpower. Ich hoffe eigentlich im Laufe des Krieges hier unsere Armeen wieder ganz gut zusammenzukriegen. Wir greifen so an. Jetzt gilt es. Also mit dem guten General hoffe ich, dass wir es schaffen. Ich meinte, sie werden die Verstärkung erhalten. Dann sind sie wieder genauso stark wie wir. Aber ich denke, bis dahin sollte unser Bürgermeister hier einiges an Verlusten dem Gegner zugefügt haben. So, da kommen sie schon. Die reagieren weitaus schneller als unsere Leute. Es geht auf jeden Fall los. Frankreich-Serbien-Frieden. Der nächste Separatfrieden. Fragt sich, wer da überhaupt noch drin ist. Und warum sie den Elsass immer noch nicht erobert haben. Das scheint eine gute Burg zu sein. So, unsere Verbündeten sind noch nicht da. Die brauchen immer ein bisschen länger. Und Dennis de Kirchheim beginnt die Schlacht schon mal ziemlich gut. Wilfried Imbeck leider nicht. Das ist erstmal nicht so schön. Jetzt geht's los. Und da kommt auch gleich die Verstärkung, die 14.000. Jetzt läuft's ein bisschen besser. Aber eigentlich noch ziemlich auf Augenhöhe. 4-4 jetzt. Jetzt ist der Gegner... Oh nein! Der kämpft aber auch gut, der Kirchheim. Das ist ja unfassbar. Da kann selbst Imbeck nichts machen, auch wenn der ebenfalls ganz gut kämpft. Ich mache noch mal langsamer. Wir verlieren 960, dagegen 800. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind schon weniger als der Gegner. Unfassbar. Wir verlieren diese Schlacht schon wieder. Jetzt. Kommt, jetzt macht nochmal ordentlich Schaden. Wieso? Wir sind in der Nahkampfphase, würfeln 11 gegen 5 und machen keinen anständigen Schaden. Was ist hier los? 0,95, wir haben 0,04. Die nächste Niederlage. Gut, der Bürgermeister kann sich jetzt nicht selbst köpfen oder so. Ach so, übrigens, aus rollenspielischen Gründen, das hatte ich vergessen, sollten wir das hier mal tun. Ackermann wird hier mit Schimpf und Schande entlassen. Ja. Spielerisch macht das keinen Sinn, aber... Das ist nur logisch jetzt. So, wir werden nicht fliehen. Das kommt hier gar nicht in Frage. Also nicht absichtlich. So, und Imbeck wird Belagerungsexperte. Na toll, das haben wir jetzt auch wirklich gebraucht. Die nächste große Schlacht ist verloren gegangen. Es ist unfassbar. So, unsere Schiffe bringen wir mal hier rein. Unfassbar. Wie kann das passieren? Erneut müssen wir uns sammeln. Braunschweig und Meath sind reformiert und protestantisch geworden. Oh, 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 Leute. Minus 6% Kriegsstand. England sieht Dänemark nicht als Rivalen, sondern Portugal. Wahrscheinlich wegen den kolonialen Besitzungen. Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, weiter Söldner anwerben. Diesmal gehen wir allein auf Infanterie. Und hoffen, dass die nicht angegriffen werden. So, Braunschweig ist jetzt zur protestantischen Liga dementsprechend übergewechselt. Und die kriegen immer weiter Verstärkung. Greifen sie uns jetzt an, wenn wir da stehen bleiben? Das ist jetzt mal eine interessante Frage, obwohl wir können ja auch direkt wegziehen. Das geht schon. Ja. Mit
dem auch. Beziehungsweise wir gehen alle Mann schon mal nach Rostock. Ja, ich meinte, was sollen wir machen? Wir müssen die Schlacht einfach normal angehen, oder was? Was Besseres fällt mir im Moment auch nicht ein. Ich meinte, wir könnten nochmal schwarze Reiter rekrutieren, dass wir noch ein bisschen stärkeren Bums haben. 184. Dann werden wir auf jeden Fall mal unsere Regimenter zusammenfassen das nächste Mal. Wir wagen uns jetzt schon mal nach Wismar vor. So. Litauen zahlt hier alle möglichen Schulden. Warum auch was im MR7 das machen? Die Mecklenburger stellen eine Reiterei auf. Das ist gut. Hier ist jetzt unsere da. Das ist auch gut. Beziehungsweise wir marschieren. Also ich werde wieder da oben angreifen, weil hier habe ich den Fluss Malus. Es hilft nichts. Wir müssen es einfach nochmal machen. Waffenstillstand ist beendet. Dänemark, Livonischen Orden und direkten Handelsembargo hinterher. So, wir sind jetzt... wir stehen jetzt hier mit 23.000 Mann. Und unserem großartigen Bürgermeister. 3,78. Wir müssen einfach das jetzt noch abwarten. Den August. Und dann geht's nochmal voran. Braunschweig bricht das Bündnis mit Köln. Beides eigentlich Feinde unserer Nation. Die sind gleich bei 100%. Ich denke mal... Warte mal, wie sieht es jetzt aus? 30. Juli, wir müssen noch einen Tag warten vielleicht. 31. Nee, wir müssen leider noch einen Tag warten. Jetzt geht's los, 1. August. Ich hoffe nämlich, dass sie jetzt sehen, dass wir marschieren und hier nochmal abbrechen, denn das Lüneburg nämlich nicht besetzt. Also, neuer Versuch, Leute. Neuer Versuch. Ah, zu spät. Sie besetzen Polen. Frieden mit Österreich. Weißer Friede. Damit ist jetzt der Deutsche Orden ganz alleine. Oh, ob sie das hinkriegen? Naja, sie besetzen ganz schön viele Festungen. Aber das könnte nochmal spannend werden. Aber okay, jetzt wird vor allem diese anstehende Schlacht spannend. Also, 24.000 gegen 10.000 jetzt erstmal. Wir müssen eigentlich... Bei dieser Auftaktaktion, da müssen wir jetzt schon mal ordentlich was wegknallen. Aber wieder Dennis die Kirche an. Schaut euch das mal an. Ein Zehnerwurf. Es ist zum Ausflippen. Jetzt aber, komm, Imbeck. Jetzt hat der Gegner mal mehr Schaden. Jetzt kommt allerdings hier die große Armee. Die sind auch so schnell da, ne? Unfassbar. Wir haben schon wieder Moral. 4,42 und er auch. Na gut. Jetzt machen wir ein bisschen Schaden. Das? Das ist... ich glaube es nicht. Oh. Jetzt war es mal richtig gut. Mal kurze Zeit. Sehr schön. Stettin. Frieden. Okay. 10 Dukaten. Stettin ist raus. So, es könnte was werden. Es wird knapp, aber es könnte was werden. Ich habe vergessen, die Regimenter zusammenzuführen. Verdammte Axt. Das hätte ich noch machen können. So. Ja, der Gegner verliert mehr als wir. Jetzt verlieren wir wieder mehr. Oh Gott. Ist das heikel. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Was ist denn das? Nein! Das ist unfassbar. Jetzt könnte es was werden. Ja! Imbeck! Jetzt hat er es drauf. Jetzt packt ihn die Wut. Und jetzt ist der Sieg. Der Sieg in dieser wahnsinnigen Schlacht. Und Leute, er ist gestorben. Er ist gestorben während dieser Schlacht. Ich glaube es nicht. Als Kriegsheld ist er gestorben. Ist ja unfassbar. Was für eine Dramatik. Puh, erstmal kurz durchatmen. Mann. So, naja, die Schlacht von
Holstein ist geschlagen. Wie viel haben wir insgesamt verloren? Ja, 10.000. Der Gegner etwas mehr. 11.500. Es war noch kein wirklicher Durchbruch in diesem Krieg. Worauf ich übrigens länger schon nicht geachtet habe, war die Verteilung der Fraktionen, aber das ist einigermaßen. Ich würde mal sagen, die Aristokraten haben eine Chance von 3, die Händler von 2, die Gilden von 1. So machen wir das. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal schauen, welche Fraktion an die Macht kommt. 5, 6. Erneut ein militärischer Kandidat. Uns fehlt ja jetzt ein General, ne? Den anderen, den haben wir zum Mond geschossen. Na gut, das ist halt so gewesen. Wenzel Abendrot wird erstmal hier. Wir werden aber hier ein bisschen kurz erhöhen, um den nicht ganz so marginal zu machen. So, Wenzel Abendrot. Jetzt werden wir mal gespannt sein, was er für einer ist. Wir werden uns definitiv jetzt mal nach Lübeck erstmal zurückziehen. Hohe Kriegsmüdigkeit, ja. Das ist jetzt ein bisschen Pech. Können wir dagegen was tun? Vielleicht sollten wir dagegen was tun. 5,5. Diplomatische Macht. Ah, die ist eigentlich sehr wertvoll. Ah, doch, machen wir aber. Wobei, eigentlich in Lübeck ist das kein Problem. Wir haben ja keine... Naja, gut. Ein reisender Spielmann. Ein berühmter Spielmann hat kürzlich die Grenzen unserer Nation überquert. Das ist jetzt alles gut. Er möchte durch unser Land reisen und seinen Zuhörern Freude bringen. Manche aber sagen, dass nur eure Ohren würdig sind, solch wundervolle Musik zu hören. Nein, jetzt in dieser Situation werden wir, glaube ich, das machen. Jetzt habe ich vorher geguckt, ist egal, aber ich wollte es eh machen. Brot und Spiele und so weiter, ihr kennt das, gerade im Krieg ist das wichtig. So, die Stabilität ist extrem angewachsen. Wir brauchen einen Anführer. Aber ich würde gerne noch abwarten, was unser Bürgermeister für einen Mann ist. Wir werden aber schon mal bis dahin hier nach Lüneburg ziehen. Weil davon will ich es ein bisschen abhängig machen. Falls er auch wieder so irgendwie militärische Ambitionen hat, denke ich, es ist gut vorstellbar, dass er sich ebenfalls an die Spitze dieses Heeres setzt. Deswegen warten wir nochmal den Oktober ab. So, er ist ein ruhiger Mann. Wenzel Abendrot. Nee, ich glaube, dann wird er das nicht tun. Dann werden wir einen General rekrutieren. Was haben wir für eine Tradition 36? Mal gucken, was da rauskommt. Ach du Schreck. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Niklas Muhl. Kann man nur hoffen, dass die Mecklenburger einen guten Mann dabei haben. Achso, hier müssen wir auch erstmal wieder besetzen. Ist die Frage, ob wir das überhaupt machen. Oder ob wir nicht lieber jetzt hier zuschlagen. Wir marschieren weiter. Der Gegner flieht schon. Polen, Frieden mit Deutscher Orden. Oh, dann ist da jetzt wohl komplett Friede angesagt. So. Wir werden jetzt erstmal hier die Regimente zusammenlegen. Dann kommt Niklas Muhl zum Zuge, dieser ziemlich schwache Anführer. Was haben wir denn? Mecklenburg hat immer noch Balthasar Seeland. Immerhin. So, wir könnten jetzt nach Oldenburg ziehen und dort eine Belagerung beginnen. Vielleicht ist das eine Option, dass wir die schon mal rausnehmen. Was haben wir hier? Ein ehrenhaftes Volk. Das kennen wir schon. Ehre und Gerechtigkeit, keine Korruption. Wir erhalten Prestige. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir könnten vielleicht die Belagerung sogar aufteilen. Ein Teil geht nach Ostfriesland, einer nach Oldenburg. Oder wir ziehen gegen dieses angeschlagene Heer. Kommen wir da hin? Ja, dann. Nee, wir kommen da nicht hin, oder? Nee, wir kommen da nicht hin. Nee, dann würde ich sagen, wir machen das mal ganz blöde und halbieren uns. Und ich hoffe, das genügt, die 5.300. Ja, das scheint zu genügen. Okay, dann werden wir unser Kriegsziel belagern. Und jetzt heißt es einfach nur hoffen und bangen, wenn der Gegner wieder zuschlägt, dass wir dann stark genug sind, die abzuwehren. Ich meinte, wir haben jetzt noch 136. Ich glaube, wir werden nochmal Söldner anwerben. Wir werden nochmal 3 Söldnerregimenter uns holen. Was ist hier inzwischen passiert? Deutscher Orden hat Brandenburg als Rivalen bestimmt.
Köln-Bündnis mit dem Deutschen Orden. Polen hat Österreich als Rivalen bestimmt. Okay. So. Noch was. Brandenburg ist administrative Monarchie. Hier gibt es in Friesland gibt's einen Bauernaufstand. Oder was auch immer das ist. Ja, friesische Bauern. Okay. Es geht los. Die Belagerung wird natürlich jetzt unterstützt durch unsere Schiffe. Und wir haben Nachrichten von unserem Conquistador, zu dem wir mal hingehen. Jungbrunnen. Ui, hier ist jetzt Winter ausgebrochen in den Wäldern hier. So sieht's hier aus in Tusca Gubbi. Erzählungen über einen Jungbrunnen, der jeden, der in seinem Wasser badet oder von ihm trinkt, ewige Jugend verheißt, sind schon lange bekannt. Manche haben diese Vorstellung schon immer abgelehnt, während andere vergeblich nach ihm gesucht haben. Wir werden bei der Suche nach dem Wasser des Lebens, diesem Jungbrunnen, erfolgreich sein, da wir in Tusca Gubbi jemanden gefunden haben, der den Jungbrunnen entdeckt hat und bereit ist, uns hinzuführen, zu einem gewissen Preis, versteht sich. Ja, ich denke, wir machen das. Und bringt uns tatsächlich bis 1821 jährliches Prestige. Ich habe jetzt wieder geguckt, aber ich wollte es ja auch machen. Ich muss mich mal daran erinnern, dass ich mir selbst das ja als kleine Regel gesetzt habe. So. Also los, Leute. Macht es. Jetzt heißt es eigentlich nur abwarten und ostfriesischen Tee trinken. Die bringen wir schon mal dahin. Oh, wir sind bei minus 21. Achso, wir mussten... minus 7,76. Müssen wir vielleicht mal hier in die Kriegs... Ja, wir müssen mal. Hilft nichts. Minus 5,89. Können wir noch irgendwas tun? Könnte sein, dass wir tatsächlich mal Kredite aufnehmen müssen. Aber jetzt dürfen wir nicht nachlassen. So, Utrecht ist auch raus. Jetzt ist nur noch Russland und Elsass drin, ne? Oder was ist das? Ne, und Bosnien. Plus 23. Na gut. So, der nächste Tausender, das nächste Regiment ist da. So, minus 14. Oldenburg scheint eher zu fallen. Die Festung ist vermutlich kleiner. Das ist mir eigentlich ziemlich Banane. Wenn die aussteigen, ist es ebenso gut. So. Oh, hier gibt es einen ersten interessanten Frieden. Und zwar muss Bosnien, wird der Kaiser wird weiter geschwächt, Venedig wird gestärkt. Also das Bündnis Frankreich-Venedig. Das ist echt heftig. So, was haben wir hier? Schweden, Bündnis wieder mit Polen. Das ist auch interessant und wichtig für uns. Könnte vielleicht auch noch zu Problemen führen. Na, mal sehen. So, wagt sich der Gegner hier noch irgendwie heran? Oder können wir das durchziehen? Beziehungsverbesserungen waren erfolgreich. Wir werden ihn mal abrufen. Ich glaube, ich wage es mal ein bisschen schneller zu machen. Weil wir haben im Moment hier wirklich nicht viel zu tun. Minus 2. Ja, jetzt wird es auf den Kredit rauslaufen. Bisschen Beute machen wir, aber das reicht nicht. Ich meinte, wir werden hoffentlich Oldenburg ein bisschen auspressen können beim Frieden. 21%. Condottieri. Bosnien-Bündnis mit Livonischer Orden. Was soll das denn? Schweden warnt Bergen. Und wir haben einen sehr kleinen Kredit aufgenommen. Einen höheren kriegen wir nicht. Das ist ein Trauerspiel. So. Ups. Hic sunt Draconis. Oh, aber erstmal ist die Belagerung in Oldenburg gewonnen. Das ist wichtig. So, jetzt werden wir mal versuchen, separat Frieden auszuhandeln. Mit Oldenburg. Ne, das muss ich anders machen. So. Frieden verhandeln. Ja, ich will ja auch gar kein Gebiet haben. Ich will auch keinen Vasall. Ich will einfach nur Geld und vielleicht noch ein bisschen Handelseinfluss. 99%. Ja. Mal gucken. Handelseinfluss. Oder wie viel haben sie denn hier? 88. Ja, gut. Handelseinfluss, Kriegsreparationen.
Erzwungener Militärzugang, das möchte ich alles nicht. Verträge aufkündigen. Ist mir eigentlich ziemlich Banane. Können wir ja mal machen. Münster, Pommern. Und dann senden wir die Forderung. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich ein Separatfrieden. Ja. So. Sehr schön. Dann ist der erste Schritt getan. 88, das hilft uns auch mit dem Kredit weiter. Ich warte nochmal ab, bis das angenommen wird. So, das ist gelungen. Wieso wird die Flotte von Oldenburg... Ne, das ist ein Fehler. Das ist noch der alte Zustand. So, das ist erstmal gelungen. Wir haben wieder Geld. 103, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal hier rüber zu unserem Konquistador, der immer noch hier durch die Wälder stapft. Und was ist jetzt passiert? Hix und Draconis. Die Farbe auf dem großen Felsbrocken, der das Flussbild dominiert, ist fast verschwunden. Das darauf abgebildete sechsbeinige Monster ist jedoch immer noch zu erkennen. Unsere Eingeborenen erzählen uns eine fantasievolle Geschichte über ein drachenähnliches Monster, das von ihren Vorfahren erschlagen wurde. Doch manche von ihnen beharren darauf, dass die Malerei eine Warnung für uns sei, nicht weiterzugehen. Sicher ist, dass all unsere angeborenen Führer darauf bestehen, dass wir beim Passieren der bemalten Figur unsere Waffen ablegen müssen. Na, jetzt habe ich wieder vorher geguckt. Entschuldigt. Dann machen wir es einfach mal zufällig, weil wir da auch keinen Plan zu haben. Eins heißt das Erste. Sparen wir unsere Munition. Wir halten militärische Macht. Sehr schön. Bei diesen Sachen mache ich es vielleicht sogar regelmäßig zufällig, wenn ich... Also wir wissen ja nicht, was der Konquistador für einen Charakter hat. Und wenn nicht irgendwas ziemlich eindeutig ist, machen wir das lieber so. Ja, also einen ersten Schritt haben wir getan. Wir haben natürlich noch einen schlechten Kriegsstand, weil Ostfriesland noch nicht gefallen ist. Aber offenbar wagt sich der Gegner nicht mehr her. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie sieht's aus? Ja, wir sind inzwischen jetzt armeemäßig überlegen. Also ich glaube, wir sollten das hinkriegen. Und dann hoffen wir auf ein freies Ostfriesland und vor allem darauf, dass sie dann auch in unser Handelsbündnis, unsere Hanseliga, Handelsliga, so heißt es, in die Hanse kommen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.